Willkommen zurück zu einer neuen supergalaktischen Folge. Cosmo Tier, freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wir haben in der letzten Folge uns ein zweites Schiff geholt. Ich habe aber auch direkt zwei Speicherstände gemacht, damit, falls es eben nicht so aufgeht mit dem zweiten Schiff, dass wir direkt laden können ohne das zweite Schiff. Und wir haben in das zweite Schiff 500.000 reingesteckt. Wir hatten also sehr, sehr wenig Geld und ich muss sagen, es lohnt sich nicht. Im Moment lohnt es sich noch nicht. Entweder man holt sich direkt ein dickeres Schiff oder man steckt dann halt nochmal ungefähr 300.000 in den Ausbau rein. Aber im Moment haben wir das Geld nicht, weil wir müssen ja immer ein bisschen was sparen, wenn wir reparieren wollen. Aber wir haben ja Verteidigung. Hier drüben sind jetzt noch mehr Schildgeneratoren drin. Ich habe jetzt hier so eine Lücke gesetzt von 4 Kästchen und dann können wir hier dazwischen noch Verteidigung setzen. Es sollte eigentlich die Laser da vorne noch schützen. Ich habe selbst jetzt noch gar nicht ausprobiert, aber ich bin sehr, sehr guter Dinge. Ja, gut. Wir können auch mal hier ein bisschen was umlackieren. So sieht das aus. Und wir können jetzt zum Beispiel schwarz vielleicht. Oh, da wird alles blau direkt. Gibt es irgendwelche Unterschiede? Ja, das Muster hier, das verändert sich so ein bisschen. Schwarz wäre irgendwie cool. Moment, da kann ich den Regler hier hoch machen. Komme ich dann irgendwo hier? Hier sind dann die Schwarztöne. Dann die Crew, haben wir auch schon gesehen. Die lassen wir lila. Dann können wir hier Symbole draufklatschen, wenn wir wollen. Wie zum Beispiel so einen Totenkopf. Können wir das auch ein bisschen vergrößern? Ich weiß es gar nicht. Wir können auch natürlich hier den symmetrischen Modus einstellen. Kann man es vergrößern? Die hier sehen geil aus, finde ich. Aber nicht in Pink. Wenn, dann in Rot oder so. Moment, hier mal so rum. Und dann hier hin. Ja, so müsste das dann sein. Wir können natürlich auch zum Beispiel jetzt mal einen Namen draufsetzen. Also Buchstaben sind auch da. Was ist hier der Unterschied? Ah, okay. High and low. Verstehe. Ja, wir lassen es mal schwarz und wir packen mal einfach hier Totenköpfe hin. So als Warnung, dass wir gefährlich sind. Wir sind Piraten. Wir sind offiziell Piraten. So sieht das Ganze aus. Obwohl, ich muss sagen, weiß hat mir ein bisschen besser gefallen, oder? Was meint ihr? Schwarz oder weiß? Naja, innen drin ist es immer noch weiß. Also ja, man kann da viel machen. Man kann es komplett umdesignen, wenn man möchte. Wenn man also daran Freude hat, gerne mal ausprobieren. Gut, gehen wir mal in den Baumodus. Ein bisschen Geld habe ich ja noch. Wir können das hier mal ganz schnell hier runterziehen. So, dann habe ich hier nämlich ein bisschen Platz für diverse Dinge. Dann, klug wäre, wenn wir vielleicht irgendwie die Seiten ausbauen würden. Also, eine Sache haben die Leute auch geschrieben, Kies, deine eigenen Raketen treffen dich. Ich habe es nochmal ganz genau hingesehen, es stimmt, die Raketen kommen wirklich ab und zu zurück auf mein Schiff, aber wie scheint, machen sie keinen Schaden. Also, ich habe es nicht erkennen können, meine Schilde, die waren noch komplett intakt und ich denke mal, wenn drei Raketen auf dich drauf fliegen, dann würde man schon ein Schild mit down kriegen oder es zumindest so beschädigen, dass man sieht, denn sobald die Schilde ungefähr bei der Hälfte sind, werden sie ja so lila-pink und nö, die waren alle dunkelblau, die waren alle intakt, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Dinger dann doch keinen Schaden machen. Gut. Gut, gut, gut. Ich weiß noch nicht, wie wir es bauen. Halt hier in die Länge ziehen oder hier an die Seite irgendwas runtersetzen. Ich hätte ganz gerne mehr Raketen. Weil noch finde ich die Raketen hier ziemlich gut. Noch finde ich die wirklich ziemlich gut. Und wir müssen mal schauen, dass wir irgendwann loslegen, hier mit der Panzerung zu arbeiten. Nur kann man die Panzerung hier hinmachen ohne... Also hierhin geht's. Ohne dass... Also können die noch schießen? Wir testen es jetzt einfach mal. Boah, Panzerung ist aber auch ganz schön teuer. Da müsste ich hier so rumsetzen. Hier so runter. Alter, das geht aber fies ins Geld. So, das wäre jetzt hier gepanzert. Dann wäre das hier gepanzert. Ja, und hier drüben ist ja eh alles fertig. Testen wir es. Keine Ahnung. Testen wir es. Gespeichert wurde. Wenn nicht, dann müssen wir halt laden. Obwohl, wir speichern hier einfach nochmal. Komm.
Gehen wir auf Nummer sicher, speichern hier nochmal. So, Save Game. Nennen wir es einfach mal LP4. So, gespeichert. Und dann schauen wir mal. Hier drüben, easy, nehmen wir aber mit. Man soll ja alles mitnehmen, was man irgendwie mitnehmen kann. So, Sprit ist voll und zipp nach rüben. Da wären wir. Der Milchmond besteht aus Käse und Milch. Wo ist der rote Punkt? Hier drüben. Also die hier sollten wir easy besiegen. Drei sollten wir auch easy besiegen, nur eben Elite. Elite wird fies. Alter, kann es sein, dass wir durch die Panzerung extrem schwer wurden? So, jetzt schauen wir mal. Können wir angreifen? Ich hoffe, wir können angreifen. Also der hier hat gar nichts, ja, hier. Die hier machen nicht besonders viel Schaden, aber sie rauben eben die Energie und sind dementsprechend sehr fies gegen Schilde. Nee, das funktioniert nicht. Okay, das funktioniert nicht, nein. Das wäre zu schön gewesen. Alles klar, wir wissen Bescheid, das funktioniert nicht. Wir können direkt laden. Gut, Experiment missglückt. Lade das Spiel. Ja, danke. Wir laden das hier oben. Das geht auch noch. Oh, das ist so laut. Je näher man rangeht, da platzen dir die Ohren weg. Also, mit denen können wir nicht arbeiten. Baumodus. Bisschen die Geschwindigkeit runtersetzen. Was drehen die hier noch durch? Na, zwei können wir schon machen. So, wieder weg. Jetzt habe ich sogar ein bisschen Verlust. Was hier kann ich... Die kann ich nicht wegholen, warum? Warum ist sowas nicht möglich? Okay, hier geht's. Alles klar, so geht's. Gut, das ist keine Option. Die Shieldies da vorne. Jetzt wissen wir es. Naja, es war mir schon klar. Aber ich habe halt noch nie mit Schilden, also mit Rüstung gearbeitet. Immer nur mit Schilden. Mit Rüstung habe ich noch nie gearbeitet. Es war mir schon klar, dass es unwahrscheinlich ist. Aber ich wollte es einfach mal testen. Einfach mal wissen, okay, zerbombe ich da meine eigenen Sachen? Ja, tue ich. So, die Kanonen schießen, die Raketen kommen raus. Wir haben eine verdammt geile Defense. Das war ein Schuss. Ein verdammter Schuss. Und wir haben gewonnen. Also, die Taktik hier mit den Shields in den Zwischenräumen, ich glaube, das wird die Zukunft. Das wird genau das, was wir brauchen. Und sehr, sehr viel Personal. Sehr, sehr viel Personal. Okay, was hast denn du da vorne? Okay, das ist der hier. Ich würde sagen, ein Schuss, einmal Raketen und der müsste eigentlich auch erledigt sein. Da fliegen die Dinger, er hat keine Abwehreinheiten, wie es scheint. Boom! Von oben kann man schön sehen, aus der Vogelperspektive. Pulverisiert. Oh, ich habe Schaden genommen. Krass. Hat er wirklich irgendwas durchbekommen? Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und stopp! Ich glaube, auch so eine Bauart ist ziemlich gut, weil wir haben es ja bei dem einen gesehen. Wenn du da wirklich alles gut zusammenbaust und überall dann die Möglichkeit hast zu feuern, weil der kann ja wirklich von jeder Seite gleich stark angreifen, dann hast du im Late Game, glaube ich, einen enormen Vorteil, weil wir haben halt nur diese starke Front. Wir haben im Moment nur diese extrem starke Front. Gunboat. Kleines Gunboat, aber wieder keinen Schaden genommen. Ich bin schon enorm verwundert, dass der eine wirklich da was durchbekommen hat. Und hier kommt der schwarze Tod. Stopp und easy. Absolut easy. Greifen die hier an, bisschen runter mit dem Speed. Ach, da sind sie. Die kleinen Unschuldigen. Das ist so krass, ne? Das ist einfach so krass. Und es leben sogar noch welche. Hier. Die pinke Armee. Sie ist noch am Leben. So. Alles zerbombt. Keine Hoffnung. Die Raketen, Alter, wie sie da rumflippen. Es gibt keine Hoffnung. Gut, direkt würde ich sagen, das nächste anpeilen. Oh, es wird immer schlimmer, ne? Also... Hier waren wir. Das war richtig heftig.
Alter, ich will gar nicht wissen, wie schlimm die anderen Ecken hier werden. Ich hätte gerne noch irgendwo eine Region, wo viele Dreier sind. Einfach nur ein bisschen aufzustocken. Vielleicht gehen wir hier hin. Oh, hier. Hier ist gut. Hier ist richtig gut. Ist gar nicht mal so teuer. Kann man sich leisten. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, wir brauchen mindestens 500, vielleicht sogar 700. Der letzte Furz, die letzten 5% dauern ewig. Ich habe keine Ahnung warum. Aber mittlerweile dauert es ewig zu tanken. Ich werde später nochmal reingucken, ob wir irgendein geiles Schiff kaufen können. Ich würde ja gerne mit zwei Schiffen arbeiten. Würde ich wirklich gerne. Oh, oh, bekomme ich hier den Doppelgegner? So, was hast du denn? Alter, was ist denn das hier für ein Antrieb? Dann gebe ich ihm direkt einen von hinten mit. Ah, er kann perfekt umlenken. Er kann perfekt umlenken, der Typ. Und er hat Lasers. Aber trotzdem, wir haben so eine enorme Feuerkraft. Das ist Wahnsinn. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Einfach durchgezogen. Einfach gnadenlos durchgezogen. Hier. Hier müsste noch ein bisschen was dazwischen. Mittlerweile würde ich mich besser fühlen mit Double Laser. Aber wie baue ich das am besten ein? Nochmal in die Breite ziehen. Wie baue ich das am besten ein? Wir machen die mal hier hin. Wenn wir sie hier hinsetzen, könnte man rein theoretisch hier was platzieren. Wenn ich dann da eine Lücke reinhauen würde, hätte ich die Möglichkeit. Ich hätte jetzt die Möglichkeit zum Beispiel dann... Ja, das würde sogar gehen. Also so könnte man es noch ein bisschen optimieren. Aber ich würde halt ganz gerne irgendwie noch ein Shield da reinbekommen. Die Frage ist nur wie. Die Frage ist nur wie. Oder wir bauen hier weiter, bauen hier noch Raketen hin, machen hier noch eine starke Reihe hin. Wäre durchaus möglich. Brauchen wir mehr Personal? Hier nochmal Personal reindrücken, hier oben. Weil zurzeit sind ja alle hier unterwegs. Oder die Seiten hier verstärken. Und was machen wir hier? Was machen wir daraus? Und ich finde, wir brauchen auch ein bisschen, was hier, um die Steuerung zu optimieren. Dass man vielleicht wirklich guckt, dass man hier dann nochmal eine Reihe hinsetzt. Vielleicht so 5 Stück. Das sollte funktionieren, oder? Wir werden es rausfinden. Jetzt holen wir uns erstmal hier drüben den nächsten. Ich meine, das Ding ist schon Brocken, aber man kann auch immer extrem viel draus machen. Okay, ich habe jetzt eben gerade mal gesehen, weil ich eben nochmal aufs Gewicht geachtet habe. Also, wow, was bist denn du? Rocket! Das sieht aus wie ein Werkzeug. Jetzt kämpfen wir hier schon gegen gigantische Werkzeuge. Ich habe eben gerade gesehen, also wenn man Rüstung platziert, oh fuck, der Schrott hier, der schützt den hier vorne ein bisschen, dann Wahnsinn, einfach zerlegt, dann nimmt man schon enorm an Gewicht zu. Rocket wurde zerstört, ich wiederhole, Rocket wurde zerstört. So, den nächsten. Also die Lenkung ist schon besser geworden, das haben wir auf jeden Fall gesteigert, aber zufrieden bin ich nicht. Es wird Zeit für ein zweites Schiff. Ich will so einen kleinen Zerbomber. Zerbomber. Einen kleinen Bomber will ich haben. Warum schießen die hier nicht? Im Moment schießen nur die. So, jetzt schießen wieder alle mit. Haben wir Schaden genommen? Wir haben mal wieder Schaden genommen. 4. Wo denn? Wo haben wir Schaden genommen? Das würde mich interessieren. Hier vorne. Ja, hier vorne ist halt ein bisschen... Es ist schwierig hier vorne. Ich sag's dir, hier vorne ist eine Schwachstelle. Da müssten noch Laser... Oder... Laser, da müssten noch Schilde rein. Hier vorne ist so eine Stelle, da überschneiden die sich so ein bisschen.
Deswegen, ich muss eigentlich die ganze Schnauze nochmal umdesignen. Aber das kostet halt auch Geld und Zeit. Besonders Zeit. Also irgendwann müssen wir mal so eine Designfolge machen, wo ich wirklich nur am Design bin. Weil Geld haben wir richtig gut. Wir haben fast eine Mille auf der Tasche. Boom. Easy. Und da kommen die Raketen, aber keine trifft mich. Hätte ich jetzt gerne mal gesehen. Aber selbst hier, selbst der Schrott hier, der mich hier berührt, macht keinen Schaden. Also ich glaube es nicht, dass die eigenen Raketen Schaden machen. Ich habe es zumindest nicht gesehen. So, direkt rüber mit uns. Haut mal rein hier, volle Möhre, volle Energie. Und es hängt wieder bei den letzten Prozenten jetzt langsam, was in meinen Augen gar keinen Sinn ergibt. Ich meine, so viel Energie frisst der Sprung hier auch nicht. Okay, machen wir direkt den hier oben. Und dann würde ich sagen, bauen wir noch ein bisschen um, schrauben wir noch ein bisschen am Schiff rum. Mal gucken, wie. Aber da wird noch was kommen. Gut, du da. Du siehst elegant und sehr, sehr blau aus. Jetzt kommen meine Raketen der Vernichtung. Alter, er hat auch Raketen. Ja, hier hat man es gesehen, wie schnell Raketen Schaden machen. Ja, also das geht wahnsinnig schnell. Wahnsinnig schnell. Raketen sind stark. Eigentlich müsste auch hier vorne ein bisschen Abwehr sein. Wir haben ja hier hinten nur welche und das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Man müsste auch hier ein bisschen Raketenabwehr platzieren. Besonders später spielen die Gegner sehr gerne mit Raketen rum. Ja, die lieben die großen, dicken Raketen. Besonders die roten. So, komm, ich will einmal hier die Mille. Ich will einmal die Mille haben auf dem Konto, auf dem Sparbuch. Oh, sehr viel Antrieb. Quicksilver. Auch hier wieder zwei Laser. Reichen zwei? Weil ich muss da jetzt mal genau drauf achten. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl... Ne, die schießen schon alle. Die fressen halt gut Energie. Die fressen echt gut Energie. Eigentlich müsste man dann vielleicht noch hier direkt Energie platzieren. Alter, wir haben die Mille. Glückwunsch, Glückwunsch, Kies. Du hast die Million auf dem Konto. Damit kann ich mir jetzt eigentlich ein super dickes Schiff holen. Also damit sollte was gehen. So, wir hauen ihm hier direkt das alles weg. Alter, der Sound, der scheppert so derbe rein. Der scheppert einfach so derbe rein. Der zerreißt mir immer alles. Aber ich hab's schon so gut ich kann angepasst. Das liegt nicht an mir, denn ich nehme schon ewig lange auf. Sehr, sehr viele unterschiedliche Spiele. Und das Problem, das ich hier habe, habe ich bei keinem anderen Spiel, auch nicht bei anderen Spielen, die eine laute Stelle haben. Also irgendwie nur hier zerscheppert so richtig den ganzen Ton. So, Freunde, wir sind super reich. Wir sind super reich. Und wir haben die absolute Übermacht. Wir haben wirklich die absolute Übermacht. Wenn ich es jetzt noch schaffe, irgendwie hier... Wie machen wir es? Wie? Also hier vorne ist gut verteidigt. Aber man merkt es schon, die brauchen Energie. Gehen wir mal rein. Also, wir können natürlich eine weitere Reihe hier drüben platzieren. Wir könnten es rein theoretisch... Dafür gehe ich sogar, glaube ich, mal in den Blueprint-Modus. Wir könnten rein theoretisch sogar sagen, wir ziehen das Ganze... Ups, das wollte ich jetzt nicht. Mach's mal rückgängig. Moment. Dong, 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 dong. Wir ziehen das Ganze hier so runter. So, da hätte ich... mache ich das hier. Dann... könnte man
hier was platzieren, könnte einen von den Kollegen das müsste eigentlich hier rein. Okay, das muss ich ein bisschen höher setzen. Ah, okay. Ich sehe es gerade. Ich dachte, hier wäre noch was dazwischen. Habe ich eben gerade, als es so rausgezoomt war, nicht gesehen. So, hätte ich hier noch ein Shield. Obwohl, wir könnten es eigentlich auch eins weiter platzieren. Rein theoretisch wäre es möglich, hier noch eins zu machen und es dann hier so zu setzen. So. Dann könnte man hier natürlich alles Mögliche dann noch platzieren. Man könnte hier noch Kanonen platzieren. Man könnte dann hier so einen langen Gang runter machen, dann alles irgendwie mit Schub, mit Bremsen, mit was weiß ich, zumachen. Und dann müsste man halt schauen, dass man das dann hier beendet, hier runterzieht und die ganze Seite dann nochmal mit Schild und mit irgendwelchen dicken Kanonen. Also so wäre dann vielleicht auch noch eine Idee. Dann würde ich aber hier vielleicht auch gar keine Raketen machen, sondern nochmal wirklich sagen, alles klar, wir gehen nochmal hier auf die dicken Brecher, machen wir die hier nochmal hin. Vielleicht dann doch noch einmal Raketen. Dann. So. So. Weil dann könnte ich. Dann könnte ich eigentlich. So, ich hab. Schub. Wir wollen ja bremsen. Weil wir immer noch das Problem haben. Also, hier könnte man eine Reihe platzieren, dann wären wir auf demselben Niveau. Ups. Ah, Gott. Einmal verrutscht. So. Moment. Die hier. Oder wir machen lieber die hier. Etwas stärkeren. So, und dann noch eins hier so dazwischen. Hätten wir hier... Du bist im Weg? Du gehst nicht, oder wie? Haben die einen... Der müsste doch gehen, oder? Der hier stört. Der hier muss weg. Kann ich nicht behalten. Haben die mehr? Leisten die wirklich mehr? Okay, die leisten eins mehr. Dann kann ich aber hier so einen kleinen Furz reinsetzen. Putz. Ja, und dann würde ich vielleicht wirklich nochmal gucken, dass ich... dann müsste ich es ja hier nochmal breiter machen. So. Machen wir es so. Und jetzt halt die Frage, soll ich dann... Soll ich dann vielleicht lieber hier nochmal eine Reihe von denen machen? Weil das funktioniert ja. Wir haben es ja gesehen, dass es funktioniert. Dass wir vielleicht hier nochmal eins von denen machen. Und dann hier unten nochmal eine Reihe von denen. So. So würde das Ganze aussehen, würde 150.000 kosten. Und dann fangen wir an, hier alles voll zu machen mit Schilden und Seitenkanonen. Oder Raketen gegebenenfalls. Das müssen wir halt dann mal angucken, wie das Ganze dann aussieht. Oder wir klatschen hier halt dick die Rüstung hin. Dann wären wir von der Seite nicht... Ja, mal gucken. Moment, ist hier jetzt eine Lücke? Ist das jetzt hier eine Lücke? Ah ne, das sind die Sachen, die wir neu bauen. Gut, dann ist es ein Kasten im Endeffekt, der hier entsteht. Alles klar, dann brauchen wir hier aber natürlich auch Energie, denn ich denke, die Energie wird auf einmal dann stark nach unten gehen. Wir machen es jetzt mal. Experiment. Alles klar. So, gehen wir bitte hier raus. Gut, wir brauchen hier Personal, wir brauchen Energie. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das Ding fliegt. Und ich bin fast der Meinung, wir müssten dann hier unten echt nochmal so welche platzieren, weil wir wahrscheinlich dann, ja, zu träge sind. Kann ich mir echt vorstellen, dass wir jetzt ein bisschen flügellahm sind. Man könnte natürlich auch hier noch eine Reihe oben drauf machen und es dann vielleicht noch so drei Felder hier drüben hin platzieren. Und dann kann man hier noch jede Menge Kram reinsetzen. Nur was?
Ist halt die große Frage. Rüstung, Shields, Energieoption. Allgemein müsste hier noch ein Antrieb dann irgendwann rein für den Sprung. Wir sind nämlich jetzt bei, ohne die, was sind wir? Ups. 78%. Geht schon gut ins Geld. Wir müssen jetzt hier gleich einen Sprung machen, denn hier ist ja nichts mehr. Jo, wir testen's. Wir testen's, wir testen's, wir testen's. Wollen wir lieber hier hin oder direkt YOLO-Swaggen hier drüben hin? Elite. Schauen wir mal, was die Elite zu bieten hat. Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben, aber... Yo und go. Wurde gespeichert. Ich habe sehr viel Geld. Also, wir können noch sehr, sehr viele Kampfsysteme platzieren. Hier sind nur 3 Stück. Einer ist hier unten. Wünscht mir Glück. What the fuck? Er kann nicht umlenken. Hä? Ah, jetzt. Stopp. Stopp, stopp, mein Freund, stopp. Hä? Habe ich jetzt komplett die ganze Antriebsgeschichte zerlegt? Wow! Jetzt bin ich aber echt überrascht. Was ist das da? Was geschieht hier? Ach, die brennen. Die brennen und zerploppen jetzt hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Captain erkennt nicht mehr, was hinten und vorne ist. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel, okay. Okay, wartet mal. Ach du Scheiße, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Alles klar, wir müssen hier ein bisschen umdenken. Der Captain schafft das nicht. Geht es jetzt? Ich habe ein bisschen zu viel Bremsen gebaut. Besser, auf jeden Fall besser. Das sind halt alles so Dinge, die muss man erstmal lernen. Ja, ich bin auch kein Experte für das Spiel. Ist aber auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Mir ist das hier noch ein bisschen zu dünn. Das Ding sieht jetzt auch echt merkwürdig aus. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, die Feuerkraft ist enorm. Habt ihr gerade gesehen, wie schnell ich die zerbombt habe? So, jetzt auf jeden Fall geht's schon mal wieder in die richtige Richtung. Es geht schon mal wieder in die richtige Richtung. Experimente. Oh, nice! Wir kämpfen gegen Cosmo-Tier. Das ist ja cool. Das ist ja sehr, sehr cool. Ja, dann direkt mal hier drauf. Holy shit. Da vorne ist noch eine dicke Kanone. Ah, hier ist jetzt einer. Hier ist noch eine dicke. Mal hier den Antrieb wegholen. Ich brauche mehr Energie an der Front. Ich brauche mehr Energie an der Front. Jetzt gerade sehe ich das auch ganz, ganz deutlich. Cosmo-Tier wurde zerlegt. Mal sehen, was das... Oh, 100.000 bringt das. Oh, ist nicht schlecht. Ey, der hat hier immer noch ein bisschen was. Ich habe keine Energie. Der hat mir die ganze Energie weggesippelt. Die Sau. 35 hat er mir auch noch an Schaden gemacht. Alles klar, wir brauchen hier viel mehr Energie, weil durch die Düsen haben wir anscheinend jetzt auch einen enormen Energieverbrauch. Also die Männchen, glaube ich, sind schnell genug vorne. Aber ich glaube, wir brauchen einfach... Ja, man sieht es ja hier. Ist alles zu schnell weg. Ist alles einfach zu schnell weg. Ja gut, dann... Machen wir es mal so. Alter, hier ist alles leer. Hier ist komplett alles leer. Hier ist wirklich komplett alles leer. So, wir haben Personal.
Ich weiß, hier unten muss noch viel mehr hin. Das ist mir durchaus bewusst. Weil man sieht ja auch, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr an Personal. So, hier drüben ist noch einer. Ich würde sagen, wir speichern. Das lief eigentlich ganz gut. Jo, machen wir hier hin. Ich bin zufrieden. Auch der Schub funktioniert jetzt auf jeden Fall deutlich besser. Wir kommen gut voran. Wir haben auch gute Bremsen jetzt. Oh, fuck. Und wieder so ein Boss im Grunde, ne? Es ist wie so ein Boss-Gegner hier. Raketen, komm! Ein Goliath ist das hier. Hat eigentlich nichts mehr. Oh, 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 es brennt, es brennt, es brennt. Komm schon. Der hat doch so gut wie nichts mehr. Noch eine Kanone hier vorne. Der kleine Laser hier, der macht richtig gut Schaden. Oh, das tut weh. Aber die haben die Flammen wirklich ganz gut in den Griff bekommen, meine Jungs. Stabil, echt stabil. Alles klar, 140 haben wir gemacht. 92.000 hat mich der Schaden gekostet. Okay, hier muss auf jeden Fall Defense hin. Und wir haben gesehen, das hier hat ganz gut funktioniert. Hier müssen auch noch Systeme hin, damit die schneller versorgt werden. Aber es war auf jeden Fall eine Steigerung. Wir haben einen Elite-Planeten gesäubert. Das haben wir davor noch nicht hinbekommen. Und ich denke, wir werden uns nochmal verbessern und an den Seiten werden wir dann auch mit Rüstung arbeiten. Mal gucken, wie wir es drehen, aber es wird interessant. Danke fürs Zusehen, bewerten nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, Freunde, und tschüss!